Hallo und wie geht's? In diesem Video zeige ich einfach nur das Interview der deutschen Rad-Olympiamannschaft von 2000 nach dem Gewinn von Jan-Ulrichs Goldmedaille. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Das würde mir sehr viel helfen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und los geht's. Deutschland im Goldrausch. Olympiasieger Jan-Ulrich und das gesamte deutsche Team im ZDF-Olympiastudio. Dann lassen wir es also Medaillen regnen. Das ist so eine Sendung, auf die man sich richtig freut. Meine Damen und Herren, hier ist die Nationalmannschaft im Radsport und hier ist der Goldmedaillengewinner Jan Ulrich. Und weil uns jede Medaille recht ist, begrüßen wir den Bronzemedaillengewinner außerordentlich herzlich, Andreas Klöden. Jan, hat heute einfach der Radsportler gewonnen, der als Kind schon am intensivsten davon geträumt hat, dass er irgendwann mal Olympiasieger sein wird? So eine schwere Frage. Ich denke mal, in jeder Karriere eines Sportlers ist es die Olympischen Spiele irgendwo ein großes Ereignis. Und uns war es ja eigentlich bis vor 4 Jahren nicht vergönnt, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen als Profiradfahrer. Und jetzt ist es möglich und wir haben die Chance genutzt. Und das ist natürlich schon ein Traum für mich. Also nach dem zweiten Platz bei der Tour in dieser Saison, nach dem Abbruch bei der Vuelta, immerhin so eine große Rundfahrt wie die Spanien-Rundfahrt abgebrochen, um sich noch besser auf Olympia vorbereiten zu können. Mensch, Ihnen muss doch sozusagen das Herz überspritzen vor Freude. Ja, dass es jetzt so gut hingehauen hat, ist natürlich sehr, sehr gut für mich, weil die Vuelta-Aufgabe war für mich auch nicht leicht, als Vierter da rauszugehen. Und ich habe gesagt, entweder Hopp oder Top. Und es ist Hopp geworden. Mit der Goldmedaille heute und es kann nicht immer so laufen, das weiß ich auch. Es gibt Höhen und Tiefen und heute ist ein genialer Tag. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen zu besprechen, aber weil wir alle so auf Gänsehaut stehen, schauen wir uns die entscheidenden Szenen einfach nochmal an. 239 Kilometer quer durch Sydney und drumherum. Claudia Neumann hat die wichtigsten Szenen zusammengefasst. Das Schiff, das für viele ein Traum ist, als letzte Oase olympischer Träume für Deutschlands Sportler. Als Jan Ulrich heute Abend für sich die Brücke baute zwischen sportlicher Pflicht und erholsamer Kür, konnte er die Aufmerksamkeit schon fast ein bisschen genießen. Jan Ulrich endlich auch an Bord der Olympischen Ewigkeit. Ein Champion, wie er im Logbuch steht. Ein Mann, der heute für Emotionen sorgte. Goldig hatte der Tag keineswegs begonnen. Schmuddelwetter am Morgen, Erik Zabel noch ohne Sorgen. Die Minen von Rolf Aldag und Andreas Klöden dagegen weniger heiter. Und auch Jens Vogt rümpfte noch die Nase, denn einer fehlte schließlich noch. Jan Ulrich glücklicherweise nur am Start, gerne mal der Letzte. Ein ganz persönlicher Schuss Aberglaube. Nichts Ungewöhnliches bei Spitzensportlern. Punkt 10 machten sich die 156 Fahrer dann auf die Reise. Vor ihnen lagen 14 Runden à 17,1 Kilometer, zunächst quer durch Sydneys größte Parkanlage. Zurück blieb der sportliche Leiter Mario Kummer, weil beim olympischen Radwettbewerb nur neutrale Begleitfahrzeuge zugelassen sind. Bleibt nur der schnelle Draht, Informationen sozusagen nur aus zweiter Hand. Die spannendste Frage aus deutscher Sicht: Würde das Rennen einen zabelfreundlichen Verlauf nehmen oder weht der olympische Wind eher für Ulrich? Beide jedenfalls hatten ihre Goldambitionen angemeldet. Was uns jetzt interessiert, ist natürlich die Mannschaftstaktik. Deutschland, das Team Deutschland, hat sozusagen das Luxusproblem, zwei Spitzenfahrer zu haben. Was muss passieren, dass die Karte Jan Ulrich vielleicht eher sticht? Und was muss passieren, dass Erik Zabel vielleicht der Führungsfahrer wird? Ja, ich würde das nicht als Luxusproblem bezeichnen, sondern eigentlich nur als großen Vorteil. Die fünf verstehen sich erstmal alle sehr gut. Und es ist hier ein bisschen eine andere Konstellation wie bei einer Weltmeisterschaft, wo man eben mit 10 Mann oder mit 12 Mann wieder alles zusammenfahren kann. Hier hat man nur 5 Mann, da muss man sehr vorsichtig mit seinen Kräften umgehen, sehr sparsam. Und
Wenn am Ende dann alles zusammenbleiben sollte oder eine große Gruppe ankommt, dann hat natürlich Erik die größten Chancen. Ja? Und ansonsten unterwegs muss jeder offensiv fahren, in die Gruppen reingehen, dass wir eben nie in die Situation kommen, hinterherfahren zu müssen. Der Erste, der diese Direktive selbstlos befolgte, war Jens Vogt. Er kontrollierte lange Zeit die Spitze des Feldes. Bis Mitte des Rennens achtete der Mann von Crédit Agricole, übrigens der einzige Nicht-Telekommer im Team, darauf, dass kein potenzieller Siegfahrer auf dumme Gedanken kam. Als kleine Anerkennung für seine couragierte Fahrt bekam Vogt Runde für Runde als erster Deutscher den Applaus der stolzen Weiblichkeit. Auch die Frauen und Freundinnen der Fahrer wollten ihren Teil zum Erfolg beitragen. Um Kummer zu vermeiden, betätigte sich selbst der Teamchef als Wasserträger und registrierte dabei ganz genau, wie es um die Spritzigkeit seiner Schützlinge auf den letzten Runden bestellt war. Sie können dem Jan Ulrich immer so schön am Gesicht so vieles ablesen. Wie sieht es denn bei ihm aus? Also ich denke, so in den letzten Runden sah er noch sehr locker aus und vor allem auch sehr konzentriert, Kopf oben durch die Verpflegung, sehr übersichtlich gefahren. Das ist eigentlich bei ihm immer ein gutes Zeichen. Ein analytischer Volltreffer, wie sich nur wenige Momente später herausstellen sollte. Am steilsten Anstieg der vorletzten Runde schüttelte Jan Ulrich alle möglichen Widersacher ab. Als die Herren Armstrong, Pantani, Jalabert, Olano und wie sie alle hießen, noch die herrliche Aussicht auf den Bronte Beach genossen, bildete sich vorne ein illustres Spitzentrio. Ausgerechnet Andreas Klöden und Alexandre Vinokourov konnten noch einmal aufschließen. Der getarnte Telekom-Express sauste unaufhaltsam Richtung Ziel. Höchste Zeit auch für das deutsche Damenquintett, sich um eine Rückfahrgelegenheit zu kümmern, denn wer verpasst schon gerne die emotionalen Momente einer Olympia-Entscheidung? Auf den letzten Kilometern verließ Jan Ulrich scheinbar locker seine beiden treuen Weggefährten, um den folgenden Triumph ganz alleine genießen zu können. Im Sauseschritt vorbei an der deutschen Box, die letzte Anfeuerung, sie tat gut, war aber längst nicht mehr nötig, denn Jan Ulrich hatte das Ziel schon vor Augen. Olaf Ludwig, der Olympiasieger von 1988, hat seit heute einen deutschen Nachfolger. In Sydney, in Australien, geht sein großer, großer Traum, den er seit der Kindheit hegt, in Erfüllung. Olympiasieger auf der Straße nach 240 Kilometern. Und geholfen haben ihm diese beiden, Klöden und Vinokourov, die jetzt auch die Lorbeeren miternten dürfen, mit Silber und mit Bronze. Was für ein Tag für den deutschen Radsport! Was für ein Tag für Jan Ulrich! Olympiasieg! Und während die einen noch jubeln, machen die anderen schon reine. Erik Zabel schien wohl nur auf den ersten Blick ein wenig enttäuscht. Denn sie alle, auch Rolf Aldag, hatten sich aufgerieben für das Unternehmen Gold für Deutschland. Jan Ulrich, Alexandre Vinokourov und Andreas Klöden. Alle drei werden wohl noch oft an diesen traumhaften olympischen Tag zurückdenken. Gold für Deutschland, Gold für diesen Mann, für Jan Ulrich. So ein Eintagesrennen ist ja eine ganz spezielle Angelegenheit. Was war die Taktik? Wann stand fest, dass Sie ausreißen wollen? Und war das überhaupt 25 Kilometer vom Ziel schon so ein Ausreißversuch, wo Sie gesagt haben, jetzt zeige ich es allen? Ja gut, so ein Eintagesrennen ist immer eine Pokerei, gerade wenn es eine Meisterschaft ist, wie eine Weltmeisterschaft oder Olympiade. Und wir hatten ja unseren Erik dabei, er ist einer der weltbesten Sprinter und wir hatten eigentlich so ein bisschen gepokert, alle, dass eine große Gruppe ankommt, weil Erik ja auch gut über den Berg kommt. Gut, und dann auf einmal waren wir weg vorne und die Gruppe war sehr, sehr groß und es wurden ständig Attacken gefahren. Da habe ich gedacht, dann muss ich die Gruppe halt mit einer weiteren Attacke ein bisschen kleiner machen, damit es ein bisschen ruhiger wird, ja. Dass vielleicht von hinten nochmal aufgeschlossen werden kann. Und das war eigentlich die entscheidende Attacke. Dann waren wir zu dritt vorne und das waren anderthalb Runden vom Ziel, also knappe 25 Kilometer vom Ziel. Und wir haben wunderbar harmoniert und so hat es gereicht. War schon ganz praktisch, dass das drei Telekom-Fahrer waren, wenn auch zumindest einer aus einer anderen Nation, aber das hat die Sache leichter gemacht. Ja, auf alle Fälle. Also sag ich mal, erstmal ging es um die drei Medaillen, wir waren drei Leute und da wir aus einem Team kommen in Europa, war es eigentlich überhaupt kein Thema jetzt, dass jeder voll fährt und hinten wusste ich auch, hinter uns sind eigentlich nur kleine Gruppen. Die müssen sich auch einig sein erstmal, um uns wieder einzuholen und das waren sie anscheinend nicht. Und so hatten wir das Glück auf unserer Seite. Andreas, wie war das dann? War das so, dass Sie gesagt haben, Mensch, lass den Jan mal fahren oder war er einfach stärker heute? Nein, man muss sagen, der Jan, der war schon der stärkste von uns dreien und hat verdient gewonnen.
Und ich und Alex sind natürlich auch alles gefahren, was wir hatten. Und das Ergebnis, so wie es jetzt dasteht, ist okay. Na okay, eine Bronzemedaille, das ist doch richtig was wert, oder? Nein, na klar, es ist schon richtig was wert. Vielleicht hat man es noch nicht richtig verstanden, weil wir haben jetzt zwei Medaillen geholt. Die Radsportler vor uns waren auch schon erfolgreich, also wir schneiden hier ganz gut ab. Aber am Samstag kommt das Zeitfahren noch und da ist man vielleicht noch ein bisschen angespannt. Was Fachleute so vor dem Rennen immer sagen. Ich habe heute noch eine Meldung ganz früh morgens gelesen, da sagt der Eddy Merckx, das ist keine Ulrich-Strecke. Und alle haben damit gerechnet, dass zumindest aus dem Deutschen, also von den Deutschen oder von den Telekom-Fahrern, dass das am ehesten auf Erik Zabel rausläuft. Erik, sind Sie dann enttäuscht mit dem Ausgang jetzt oder sagen Sie einfach, es war nicht mein Tag? Ja gut, für mich waren ja auch nur 13 Mann, also ich bin auch noch ganz gut dabei. Von daher... Korrekt. Und ja, das Podium passen 3 Mann drauf. Wenn wie heute 155 Fahrer losfahren und ja, so. Alleine aus der eigenen Nation dann schon 2 Mann oben stehen auf dem Treppchen, ich glaube, wäre ein schwacher Charakterzug, wenn man da noch enttäuscht wäre. Nee, das spricht für eine starke Mannschaft, wenn Sie das so sagen. Rolf, jemand, der immer mit diesem Beinamen Wasserträger ausgestattet ist, der müsste doch eigentlich an so einem Tag ein Duplikat von der Goldmedaille kriegen. Einfach mal so als Dankeschön, oder? Schön wäre es, wenn man Mannschaftsgold verteilt hätte heute, weil dann hätten wir natürlich alle was davon gehabt. Das hättet ihr mit Sicherheit auch gewonnen. Gibt es halt nun mal nicht. Nee, ich denke, jeder in der Mannschaft weiß um seinen Anteil. Und die persönliche Zufriedenheit ist dann wohl genug. Also mit fremden Federn muss man sich da nicht schmücken. Sie hätten 92 schon gekonnt, durften aber nicht, weil Sie ja damals schon Profi waren. Waren 96 dabei, jetzt 2000. Immer ein bisschen uncharmant, wenn man darüber spricht, ob es die letzten Spiele sind. Aber die Frage, die kann ich ja mal stellen. Naja, die nächsten Spiele als Funktionär oder eben beim Fernsehen. Ich glaube, das scheint mir wesentlich einfacher zu sein. Hat das denn Spaß gemacht mit dieser Nationalmannschaft zusammen oder haben Sie doch so ein bisschen gedacht, ich bin da gar nicht richtig drin? Ja gut, ich glaube nur schon, dass ich nicht bloß der Alibi-Nicht-Telekommer gewesen bin, also der Quoten-Nicht-Telekommer. Ich denke schon, dass ich es auch irgendwo verdient habe, jetzt also mich sportlich hier in diese Mannschaft reingefahren habe. Und eigentlich gab es da nie Probleme. Also wie gesagt, wir haben uns sehr gut zusammengerauft in dieser ersten Woche Trainingslager. Und also sagen wir, wenn ich von der Mannschaft spreche, sage ich auch halt wir für Deutschland. Also wir fünf sind halt zusammen an den Start gegangen und ich fahre mir auch nicht so schade, mich da irgendwo heute mal vor den Karren zu spannen und da mal für die Jungs zu fahren. Also ich denke mal, wir haben heute eine sehr gute Mannschaftsleistung abgeliefert und auch wirklich das maximale Ergebnis dafür erzielt. Was können wir denn erwarten für den Samstag, also fürs Zeitfahren und was sind Ihre eigenen Vorstellungen? Ja gut, also heute haben wir eigentlich gezeigt, dass die Form eigentlich noch ganz gut ist. Und, was heißt denn eigentlich noch ganz gut? Sie haben Gold gewonnen, besser geht's doch überhaupt nicht. Ja, aber das ist die 50 Kilometer sind auch nicht gerade leicht. Also man hat ja eher mit einer Medaille auf den 50 Kilometer Zeitfahren gerechnet für mich. Heute ist schon die Gold geworden und ich bin sehr zufrieden. Aber ich habe auch immer gesagt, wenn ich an den Start gehe, möchte ich auch 100% Leistung bringen. Also ich werde jetzt nicht 3 Tage durchfeiern und dann mit Restalkohol noch an den Start gehen. So ist es nicht. Also ich werde heute meine Medaille genießen. Dann mich weiter 2 Tage vorbereiten und dann halt nochmal versuchen, ein gutes Ergebnis zu fahren. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch, wünsche allen, die am Zeitfahren teilnehmen, alles Gute für den Samstag. Andreas, Jan, diese Medaillen, ja, eins am anderen. Also diese Medaillen kann Ihnen niemand mehr nehmen, Ihr ganzes Leben lang nicht. Sie sind zwar Profis und haben viele andere Dinge zu tun, aber Olympia ist halt doch was Spezielles. Der ganzen Nationalmannschaft ein herzliches Dankeschön, dass Sie hier beim ZDF zu Gast waren. Alles Gute und bei uns geht's gleich weiter mit Gold für Deutschland. Was für ein Tag hier in Sydney.